Hallo Freunde, willkommen zurück bei Paper Mario 2 The Thousand Year Door. Im letzten Part haben wir Kapitel 5 endgültig abgeschlossen. Wir haben nicht nur den Piratenkönig Cortez besiegt, sondern auch Crucillus und seine Armee. Und nun sind wir hier bei Peach, die eine sehr gefährliche Aufgabe ausführen muss. Was? Das hier? Meinst du sicher? Bitte, trink. Im letzten Part habe ich bei diesem Trank gefailt. Aber ich habe mich einfach nur bei der Zeit verschätzt. Diesmal passt's. Sehr gut, du bist völlig unsichtbar. Du musst nur noch dein Kleid ausziehen. Auch der beste Trank kann ein Kleid nicht unsichtbar machen. Was? Ich soll, aber dann siehst du doch meine Mu... Okay. Wenn du meinst... Das Spiel ist manchmal so pervers, ey. I love it. Ja, wir sehen nichts. Hey, komm, die ist doch eh unsichtbar. Mensch. Geh in Crucius Zimmer und suche die Datendisk. Leg die Datendisk in den PC und verbinde ihn mit dem Netzwerk. Komm dann in dieses Zimmer zurück. Ich zeige dir dann, wie du dich wieder sichtbar machst. Aber ich sehe sowieso alles mit meinen Sensoren. Ganz schön kompliziert. Geh jetzt in Crucius Zimmer. Damit ich alles sehen kann. Oh, Tech, du bist ein Schwein. Was geht ab, Mann? Voll scheiß Wackelkontakt hier. Ja, ja. Die sehen uns nicht. Vor allem, ich bin nackt. Die sehen keine nackte Frau. LOL. Opfer. Wenn die mich jetzt vor ihnen sehen würden, oh, die würden ja umfallen. So riesig würde deren Cock werden. Ach Gott, ich muss mit dem Part schon wieder FSK 16 schreiben. Oh Mensch. Naja, so ist das live, ne? Vor allem das Paper Mario live. Oh, jetzt sind wir hier im Hauptraum. Crucius ist weg, ja? Ist er weg? Gut. Der Typ ist die Wache. Was ist das für ein Spaß? Ja, sprechen kann ich natürlich nicht mit ihm. Was ist denn los? Das ist sicher Crucius Zimmer. Aber wo ist die Disk? Nette Fischi hat er hier. Geile Haustiere. Die Disk befindet sich hier. Ach, hier ist sie. Datendisk gehalten. Also, die Disk in den Computer einlegen und ins Netz gehen. Genau. Da rein. Diese Musik ist mit Sicherheit irgendwoher bekannt. Aus irgendeinem Nintendo-Spiel oder so. Ja. Es funktioniert. Jetzt sieht man Mario auf dem Bildschirm. Das finde ich auch ganz interessant. Aber was da genau steht, das weiß ich nicht. Das müsste Luigi sein, der andere. Das war's sicher. Muss ich nur noch zurücklegen, sonst... Genau, sonst gibt's auf den... Hierhin. Auf die Nuss. Okay. Das wäre erledigt. Dann darf sie zurück. Was ist denn da los hier, ey? Der checkt gar nichts, der Depp. Oh, wie denn auch? So, jetzt wieder zurück in den alten Raum da. Weg mit dir, Depp da. So, du auch aus dem Weg. Boah, ist das ein langer Weg. Ah, jetzt. Danke, Peach. Konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sage dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Trink die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich zurück. Ey, Moment mal. Scheiße, warum hat sie das... Oh, wenn sie das bloß noch vergessen hätte, dann hätten wir ihre Po... ja. Hätten wir ein bisschen was gesehen. So ist es besser. Du Schwein. Naja, also die grüne Flüssigkeit, nicht wahr? Ja, ich finde das so geil. Ach, zum Glück, wenn das nicht funktioniert hätte. Komm zurück in mein Zimmer. Ja, mich würde jetzt aber mal interessieren, wie sie... in das Zimmer zurückkommt, ohne gesehen zu werden. Ich meine, wir haben gerade hier drei Wachen gesehen, oder? Das ist so unlogisch. Ja, plötzlich sind wir hier. Wow, was für ein Zufall. Lächerlich. Übrigens, Tech, was waren das eigentlich für Daten?
Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet... Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Eine Mail? Du bist doch nicht Timmy von Gemmelets Fails Minecraft Dis. Naja, na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Yeah, wie immer mit Hyperspeed. Fertig, kannst du sie abschicken? Ja, logisch. Nachricht verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehre in dein Quartier zurück. Gut, also dann tschüss, Tech. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Du bist nackt noch geiler. Prinzessin Peach. Ich werde deinen Körper und dich beschützen. Ah, mit diesem Computer, Mensch. Aber nett ist er ja doch, ne? Willst du speichern? Ja, natürlich will ich speichern. Und wer kommt jetzt? Genau. Der, der immer failt. Rosa. Natürlich, wir mal einen Schritt zurück und oh, wen haben wir denn da noch? Grusillus. Oh Mann, das ist hier ziemlich düster, ey. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsseldorf genannt. Hier soll sich auch eines der Sternjuwelen befinden. Verhört am besten diese Düsterlinge hier, so erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Chemikuppe. Also, wo fangen wir an, hä? Moment, ich glaube, ich muss jetzt sowieso zu Grusillus. Oder? Hier muss doch irgendwo Brunhildas Superbombe versteckt sein! Verflixt, irgendwo muss das wilde Ding da stecken, verdammte Scheiße! Wenn sich die Pfulde was tut, dann... Oh. Yay! Du. Oh yeah, das ist die Superbombe. Damit machen wir Mario fertig und holen uns all die Sternjuwelen. Noch hat mich das Glück nicht verlassen. Dieser Typ da, der scheint was über die Sternjuwelen zu wissen. Hey, was willst du denn, du alte Schachtel? Sucht etwa auch eine Sternjuwelen oder was? Da ergeben sich für mich ja ganz neue Möglichkeiten. Na gut, erzählt mir sofort, was ihr über die Scheiße wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und zwar schnell, sonst kannst du aus dem Leben spurst. Oh, du machst mir richtig Angst, Assi. Aber sehen wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Komm, mein Junge, angetreten! Was sagst du? Willst du jetzt reden, ne? Mit Bowser's Herr lenkst du dich besser nicht an, du asozialer Kompagnon, angetreten. Oh, gar nicht schlecht. Und was jetzt? Da hilft wohl nur noch der Einsatz der Bombe. Und das wird euer Schicksal besiegeln. Achtung, Superbombe! Oh mein Gott, nein! Hä? Nothing happened! Ja, Pech gehabt! Oh Mann, Bowser, du bist so dämlich! Oh, das ist nicht gut! Oh. Tja, damit sind sie wohl alle tot. Oder? Tja, wir erfahren es früher oder später so oder so. Ihr habt gekämpft, wie echte Korsaren, ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Black Skull ruhig noch eine Weile benutzen. Wie wunderbar, mit diesem Schiff sind wir wie der Wind in Rohlingen. Wir verlassen die Insel und kehren heim, was sagt ihr, Leute? Ah, Heimat, auf diesen Moment haben wir so lange gewartet. Wer braucht schon einen Schatz, wenn er nach Hause kann? Wir stechen den See. Ganz meine Rede. Komm an Bord, Mario, wir legen ab. Also, Mario? Wir bleiben auf der Insel. Es ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier.
Und Romanzo und ich haben hier einen Platz, an dem wir gemeinsam leben können. Mario, sag dem Boss einen Gruß von mir. Ich bleibe auch hier. Ohne Geister ist die Insel bestimmt gar nicht mal so übel. Die schaffen das bestimmt. Also Mario, zurück nach Rohlingen. So ist es. Wir kehren zurück. Alles klar zum Ablegen. Wir laufen aus. Oh yeah, da sind wir wieder. Trautes Heim. War doch ein cooles Kapitel. Aber es kommt sogleich ein weiteres Geiles. Oh, ich freue mich. Logbuch des Kapitäns. Unser Abenteuer geht zu Ende. Wir hatten gute Winde. Am Horizont erscheint schon der Hafen von Rohlingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen, aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe etwas Wertvolleres erhalten als einen Schatz. Wir laufen ein. Zeit, das Logbuch abzuschließen. Der Ruhm gebührt allen. Corsario. Netter Abschluss. Heimat, endlich, Rohlingen. Wie habe ich dich vermisst? Ich habe aber auch alles dafür getan, dass alle Mann unbeschadet heim konnten. Nun, ich denke, das wisst ihr auch. Corsario. Wir möchten uns von dir verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder. Oh, die sind alle schon weg? Und so plötzlich. Wo die wohl hingehen, lol. Nur du bist noch da, Mario. Für dich geht das Abenteuer ja auch noch weiter. Oh ja. Du hast durchaus das Zeug, den großen Corsario eines Tages zu überflügeln. Obwohl, ganz einfach ist das sicherlich nicht. Also gut, ich werde dann... Ach übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder die Absicht hast, die Isla Corsario zu besuchen. Ich mache dir einen super Preis für die Überfahrt. Schon gut, wir brauchen dich nicht mehr. Nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich auch empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Also bis dann. Also dann, Mario. Wir sollten uns auf den Weg zum Äonentor machen. Und damit ist Kapitel 5 endgültig zu Ende. Und es geht weiter. Und damit trifft auch schon die Mail von Peach ein. Mario, das ist bestimmt Prinzessin Peach Mail. Mario, es gibt Neuigkeiten. In meinem Gefängnis gibt es einen seltsamen Computer, der heißt Tech. Mit seiner Hilfe konnte ich neue Details über die Gangs herausfinden. Tech analysiert gerade die Daten. Wenn seine Analyse abgeschlossen ist, wissen wir sicher mehr. Wenn es soweit ist, melde ich mich wieder bei dir, Peach. Die Prinzessin ist sehr fleißig. Wir sollten uns auch etwas anstrengen. Oh yeah. Erstmal einen Safe hinblättern. Und dann machen wir wie immer das, was wir nach einem Kapitel tun. Einigen Shit. Aber wir können nun mit Bartomb und unserer Schiffsfähigkeit einige Orte erreichen. Oh, da ist auch schon Luigi. Mit einem Suselwusel in Grün. Oh. Mit dem Schiff können wir hier außen rum schwimmen. Ja. Und wir erreichen eine Bruchbude. Um genau zu sein, Zikonas Haus. So. Hier ist ein Sternsplitter. Und hier ist eine Truhe. KP Segen. Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber bei jeder Attacke erholen sie seine KP um 1. Ja, den Orden brauche ich nicht. Wenn ihr ihn braucht, braucht ihr ihn, aber ich nicht. So, und es geht weiter bei Luigi. Was meint denn der Partner über ihn? Mein Name ist Susela. Luigi ist wirklich ein talentierter Schauspieler. Sobald seine Mission beendet ist, werden wir wieder zusammen auf der Bühne stehen. Unser nächstes Stück heißt Das Wunder der Roten Siegels. Luigi spielt natürlich das Gras. Oh, der hasst ihn aber gar nicht mal so sehr. Hi, Luigi. Stell dir vor, in Sängerstadt war auch ein Teil des Wunderkompasses. Du musst wissen, da komme ich gerade her, ne? Dieses Abenteuer war wirklich absolut unglaublich. Ich schwöre, soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte, ne? Jo. Also, welche Geschichten willst du hören, ne? Alter, wie immer die neueste. Also, das ist eine etwas längere Geschichte, ne? Der Prunk in Sängerstadt war eh wirklich unvorstellbar, gell? So eine lebhafte Stadt und so voller glücklicher Menschen, ich schwöre, Susella, ein Suseldusel, konnte bei uns, konnte uns bei der Suche helfen und scheiße, ey. Susella wollte also, Schauspielkarriere machen, so.
Ich suchte sie nach einem Ensemble, dem sie sich anschließen konnte. Und Schmarrn, aber wir konnten ihr da leider nicht helfen, ne? Dafür erzählte uns Susella vom Bühnenfestival in Sängerstadt, gell? Der erste Preis ist ein Teil des Wunderkompasses. Ohne Scheiß, du. Zumindest schien die Beschreibung der Trophäe zu passen. Epic, ne? Also blieb uns nichts anderes übrig. Wir probten und studierten ein Musical für den Wettbewerb ein. Richtig epic. Der Titel? Das Rätsel der flammenden Wappens. So hieß die Scheiße. Es war eine Katastrophe. Meine Rolle war, ja, Gras. Ich spülte ein Büschel Gras am Wegesrand, was man rauchen kann, wenn man Bock hat. Ich musste auf der Bühne liegen und durfte nicht reden, ne? Und das war irgendwie scheiße. Ohne Schmandu. Alle anderen hatten Sprechrollen. Und ich hatte grüne Kleider. Damn, das war alles. Aber zumindest war das Stück ein voller Erfolg. Ohne Scheiß. Epic. Also bekamen wir auch das nächste Teil des Wunderkompasses, ne? Besonders freuen konnte ich mich über nicht so wirklich drüber. Ich beschloss, mein Abenteuer allein fortsetzen, ohne Scheiß. Aber dann warteten auf einmal diese Fans in der Bühne. Oh mein Gott. Ja, und dass man auch als Gras umliebt sein kann, lol. Das war schon ein gutes Gefühl. Epic, ohne Schmarrn. Richtig epiges Gefühl. Und der Wunderkompass zeigte mir dann mein nächstes Ziel. Die Ruinen des Kometenpalastes im Sagenwald, ne? Mein Ziel stand also fest und ich hörte wieder die Stimme, ohne Scheiß. Diese herrliche Stimme. Oh, hier, mein Cock. Die Stimme meiner Prinzessin erklärt. Ah, ich war sprachlos. Wie Gras auf einer saftigen Wiese, ohne Scheiß. Ich werde die Prinzessin auf jeden Fall befreien, ne? Und, ja, ich kehrte zurück nach Rohling, wo du mich halt jetzt siehst, ne? Und, ja, jetzt bin ich halt hier. Epic. Sprich mir einfach an, wenn du den nächsten Scheiß hören willst. Ach, Luigi. Du arme Sau. Nun denn, ab zu dem Ordenshop. So, den Eispower-Orden können wir nun raustun. Okay, brauche ich auch nicht unbedingt hier. Deswegen würde ich sagen, gehen wir lieber mal runter in den Untergrund und schauen, was wir mit unseren Sternsplittern so ertauschen können. Huch! Oh, gut, dass ich dich treffe! Bei der Befragung der Sterne erfuhr ich eine Offenbarung, die dich betrifft. Sie besagt... Dort, wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum mit der leeren schwarzen Box, jenseits der Stachelfallen, ist etwas, das dem wertigen Kameraden hilfreich sein kann. Der Sinn dieser Offenbarung ist mir unklar, aber mir mit Sicherheit ist sie für euch von großer Bedeutung. Kommt zurück zu mir, wenn ihr den Sinn verstanden habt. Das ist ein Hinweis dafür, dass wir auf jeden Fall zu Logarths Burg zurückkehren müssen. Schon wieder! Ja, da kriegen wir was. Was sehr, sehr wichtig ist. Aber jetzt erstmal runter in den Untergrund. Mit Bartomp können wir diese Säule hier zersprengen. Genau. Dann kommen wir hier rein. Und das bringt uns... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das dieser Typ ist. Ja, das ist der. Hier kann man Stats tauschen. Ja, ja, ja. Also zum Beispiel kann man die KP zurücksetzen und dafür einen anderen Stat erhöhen. Und man kann auch die Ränge der Partner tauschen. Also, ja. Wenn man mit dem Spiel fertig ist, könnte man vielleicht die KP auf 5 setzen und die ganzen Ordenpunkte erhöhen oder so. Das ist alles eine taktische Sache. Kann man machen. Oder wenn man mal mehr Blütenpunkte benötigt, jetzt kann man es auch machen. Ja. Bei dir, mein Freund, tausche ich was ein. Und zwar möchte ich von dir ganz gerne... Ach, den habe ich schon. Aha. So, so. Dann brauche ich ja gar nicht mehr viel von dem. Nehmen wir mal den Kraft-Plus-Partner einfach mal mit. Nur so rein theoretisch. Und den Schnellwechsel. So. Was ich anlege, das weiß ich noch nicht. Erstmal sprengen wir das hier frei. Dann kommen wir hier. Und hier müsste irgendwo ein Sternsplitter sein. Ja. Hier. Und gleich noch einer. Oder? War das eine Schatzkiste? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder war da sogar eine Stampfplatte? Das kann alles sein. Oh Gott. Nee, schaut halt so aus.
Auf jeden Fall ist hier nochmal eine Truhe. Und zwar mit dem Erweicher. Aber den braucht man nun wirklich nicht. Und hier war noch ein Sternensplitter, genau. So war das. In diese Tür kann man nicht rein. Ja, hier werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen, allerdings nach dem 6. Kapitel, also nach dem nächsten. Weil hier gibt es noch ein paar Sachen, die kann ich nur erreichen, wenn ich eben die entsprechende Ausrüstung habe. Und die habe ich momentan noch nicht. Stattdessen gehen wir jetzt mal nach ganz rechts. Denn hier, wo der große Blooper war. Vor Kapitel 1 gibt es wieder so eine Schwimmplatte. Und die bringt uns zu einer Shine Sprite. Ich werde jetzt übrigens auch diesen Zauber wieder kaufen für 50 Münzen. Also der, der mal die Münzen erhöht oder die Sternpunkte, weil der hat nämlich nachgelassen. Den muss ich jetzt wieder erneuern. Für alle, die es nicht mehr wissen, hier befindet sich der. Also gleich am Anfang nach rechts und dann hier in das Haus da vorne. So, wenn wir jetzt hier reingehen, da waren wir schon mal. Das ist der ganz normale Weg runter zum Äonentor. Dann können wir mit Barbara nun an diese Truhe kommen. Und wie ihr gerade gesehen habt, sind viele von Bowsers Truppen hier unten. Warum denn das? Das heißt nichts Gutes. Gut, was haben wir hier Schönes? Stachelschild. Verhindert Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Oh, das ist ein guter Orden. Den könnte man ruhig anlegen. So, ich bin hier wieder in Logatzburg. Wir haben es ja gehört von unserem Zauberer, dass es hier etwas zu holen gibt. Und ich habe es euch auch schon oft angekündigt. Hier ist was. Mit Bartomp können wir rausfinden, was. Ein Schalter. Und eine Truhe. Mit Ultrapfeil. Frag irgendwen, was das hier bedeuten mag. Tja, und was es mit diesem Ultrapfeil auf sich hat. Und was wir noch so alles mit Bartomp und unseren Schiffsfertigkeiten anstellen können. Das sehen wir im nächsten Part von Paper Mario 2.